Bitte nicht vorwärts. Ich meine natürlich rückwärts. Pardon. Hallo, willkommen zurück. Verzieh dich, Fliege. Im Moment ist das hier echt schlimm. Überall nur Fliege. Halleluja, Halleluja. Hallihallo. Ich werde da jetzt ganz beharrlich sein. Genau wie ich beim Lavita beharrlich war. Du verdammtes... Ist doch nicht wahr. Okay, ist das ein schüchternes Pokémon? Roselia, ich habe keine Ahnung. Woher soll ich auch die Ahnung davon haben? Ich bin nur hier, um die zu fangen. Ein Enton. Enton. Komm, einfach nur aus Jux und Tollerei fange ich dich. Wer weiß, wie lange mein Countdown noch hält, bis ich hier wieder weg muss. Aber ich muss mal gerade sagen, ne? Ich bin hier nebenbei ja überall am gucken, ne? Guckst du hier? Pionscora hat eine gute Verteidigung. Enton, Ente vom Typ Wasser, während seine konstant vorhandenen Kopfschmerzen stärker entwickelt, ist seltsame Kräfte. Es wird zum Psychopathen. Okay, fangen wir an. Ich habe schon den passenden Namen für dich. Du bist männlich, das passt perfekt. Kommen wir hier mit Donald. Für Donald Duck. Wer kennt ihn nicht? Die emotionale Ente. Ente, Ente, Ente. Abfliege. Ich hasse es ja, wenn Fliegen einfach einem vors Gesicht rumschwirren. Du bist falsch. Ich suche immer noch nach meinem alles begehrten Roselia. Lass mich los! Loslassen! Von einem Loch ins nächste. Das ist doch nicht wahr. Das gibt's doch nicht. Lass. Du fällst echt von einem Loch ins nächste. Du kommst da nicht mehr raus. Ein weibliches Meere. Wäre ich einem Schritt zum Mono-Weibchen-Team. Komm schon. Roselia! Alter. Verschwinde! Ich will ich nicht. Selbst mit 2 Promille würde ich dich nicht fangen wollen. Mach, dass du wegkommst. Hau ab. Du brauchst mich nicht zu verfolgen. Ich will eh keiner. Hau ab. Push. Okay, weißt du was? Einfach nur um den Pokédex vorzukriegen. Das gibt es nicht. Wieso verschwende ich eigentlich meine Bälle an dem Tuppis? Ich verstehe es nicht. Warum mache ich das? Ich hab's irgendwie geahnt. Ich hab's irgendwie geahnt, dass das Ding jetzt gerade drin bleibt. Ihr müsstet hier meinen Gesichtsausdruck sehen. In einer eiskalten Manier. Das hört man vielleicht auch an meiner Stimme, aber... Normal Wasser. Ist das dein Ernst? Es baut sein Nest, in dem es in Flüssen Dämme aus Schlamm und Ästen baut. Ein fleißiger Arbeiter. Ein Biber. Hui, wie schön. Wie nenne ich dich denn?
Komm, weißt du was? Es gibt ein... Leerstelle? Du heißt ab jetzt Crazy Bieber. Statt mit IR auch noch schön mit A. Bieber. Wer braucht schon Crazy Frog, wenn er Crazy Bieber? Okay, Bidifas. Es war eine schöne Zeit, ne? Aber ich hab schon mittlerweile ein Bidifas. Also, verzieh dich! Filino. Ich glaube, Filino habe ich schon. Mach dich weg. Das Problem an der Sache ist, ich möchte Roselia haben. Aber ich stecke hier ständig im Schlamm fest. Das ist einfach Kacke. Und wenn du im Schlamm feststeckst, kommt kein Roselia, so scheint es mir hier. Da kommen nur Filinos oder diese Biber. Lass mich raus. Roselia, ich bitte dich. Ich bitte dich. Okay, ganz kurz. Ich guck mal ganz kurz, was das für eine Fangrate hat. Das ist gerade ultra wichtig. So. Nein, ich möchte nicht den Leuchtstein. Ich möchte nur mal sehen, was für eine Fangrate das Viech hat. Ach so. Items selbst, ja? Fangrate. 7%. Ist das dein Ernst? 7%? Das ist Kacke. Das ist extrem Kacke. Ich weiß gar nicht, wie ich es am besten fangen soll. Steht hier irgendwie ein Tipp oder ein Trick, wie man das Ding fängt? Es greift an, indem es Pollen ausstößt. Ja, das ist mir scheißegal. Zerschneider IQ-Gruppe. Ha, was ist denn die IQ-Gruppe? Okay, ich guck mir das mal gerade an, was IQ-Gruppe H ist. Achso, das ist vom Mystery Dungeon. Interessiert uns nicht. Es tut mir leid, dass ich hier auch gar nichts mache, gerade auf dem Bildschirm, aber wollte ich gerade mal nachgucken. Ich schmeiß einfach jetzt den Ball. Komm. Nachher haut es wieder ab und dann stehe ich wieder da. Bitte. Om Shalom, Om. Om Shalom. Jawohl. Jawohl. Ich glaube, wir haben Ersatz für Julius. Weil Roselia hatte ich schon mal und das kann richtig reinhauen. So, Roselia, die mit klarem Wasser aufgezogen wurden, bekommen Blüten in leuchtenden Farben. Auch wenn ich, so wie ich mir gerade hier Roselia angucke, passt die weibliche Form dazu besser als männlich, aber was soll's? Machen wir einen männlichen Ersatz für einen männlichen Schmetterling. Wie nenne ich Roselia? Ich möchte es kein... Geben wir ihm einen ernsten Namen. Wie nenne ich die? Wie nenne ich dich? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt so ein Roselia benennen soll. Ich hätte jetzt einen Namen. Warte mal. Ich hoffe, den schreibe ich richtig. Ich habe noch nie den Namen geschrieben. Ich habe nur gehört. Pauli. Ja. Ich hoffe, der Name ist richtig geschrieben. Den habe ich mal aus irgendeiner One Piece Staffel gesehen. Fragt mich nicht welche. Das ist auf jeden Fall da, wo
wo Nico Robin da gekidnappt wird von der Marine. Ich weiß jetzt nicht, welche Staffel das ist. Da will ich mich jetzt nicht querstellen und irgendeine Scheiße labern. Deshalb habe ich das jetzt mal gerade so erwähnt. Diejenigen, die One Piece gucken, werden es wahrscheinlich direkt wissen, welche Staffel das ist. Aber ich weiß es nicht. Jetzt können wir eigentlich noch hier bleiben und noch ein bisschen gucken. Gucken und ein bisschen Eier schaukeln. Bidifas, jetzt mal ganz unter uns, ja? Keine Sau möchte dich haben. Ja? Keine. Vor allen Dingen ich nicht. Ich habe dich trotzdem gefangen. Glaubst du, weil ich dich brauchte? Nein, aus Mitleid. Weil dich sonst keiner mitnimmt hier. Ich sehe gerade, Roselia ist auch vom Typ Gift. Haben wir schon zwei Gifttypen. Können wir Pia und Skora auch nicht mitnehmen. Obwohl. Was ist eigentlich besser? Irina? Also Skunkapu? Oder Pion Skora. Ich hatte beides noch nicht. Bleiben wir einfach mal bei Irina. Das läuft ja gerade eigentlich ganz gut. Das möchte man ja auch nicht missen, oder? Ich denke mal, das sollte passen. Felino. Hatten wir doch noch nicht. Stimmt, das hatte ich nur in Soul Silver gefangen. Es lebt im kalten Wasser. Es vergräbt sich halb im schlammigen Boden, wenn es schlafen will. Tja. Spitznamen geben. Ich zeige mich heute von meiner kreativsten Seite. Ino. Machen wir es mal so. Was haben wir denn noch hier? Ich weiß, ich könnte jetzt hier einfach rausgehen, aber warum? Hier kann man sich doch noch ein paar schöne Pokémon fangen. Und weißt du was, dann haben wir auch wieder das Starter, also das Basis-Pokémon. Dann können wir uns auch noch Staralili fangen, wenn es denn sein muss. Ich meine, ich bin hier, mit meinem Latein bin ich hier am Ende. Wisst ihr, was ich gerade gesehen habe? Ich hab die Seite noch offen von Roselia. Ich habe sie nicht geschlossen. Das wollte ich eigentlich machen. Ein Warlord. Das ist auch cool. Okay. Warlord ist cool. Cool da. Ich muss gerade mit Erschrecken feststellen, dass Knospi die Vorentwicklung von Roselia ist. Ich hätte mir auch einfach Knospi fangen können. Es ist zum Heulen. Also manchmal. An manchen Stellen war ich echt nicht groß heulen. Ich wollte schon sagen, so einfach bist du zu fangen. Na komm. Jetzt aber huf dich in den Ball. Wir haben noch was zu tun. Okay, noch ein Köder. Pass auf, jetzt haut es ab. Genug. Hat sich voll gefressen und haut jetzt ab. Nee, es bleibt noch. Flieg und sieh! Ah, der Kampfspruch. Das Soul Silver hat hier wohl nicht geklappt. Das ist echt eine blöde Safari-Zone mit diesem ganzen Schlamm, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Meryl, tut mir leid, dich habe ich schon. Also irgendwie ist jetzt mal... Mein persönliches Aufnahmeziel von heute schon erfüllt mit Roselia. In der Tat. Ich hätte mir vielleicht auch noch aufschreiben sollen, wann ich das gefangen habe, damit ich das Bildchen auch noch einfügen kann. Ah, ich sehe es ja eh gleich beim Rennen. Boing. Haben wir auch wieder Staralili. Komm, wir geben dir auch noch einen Namen.
wieder ganz kreativ. Ich meine,